Am 1. April 22 wollte ich mal wieder eine kleine Wanderung im Eichsfeld unternehmen. Und damit nun niemand denkt, ich mache einen April-Scherz, schaue ich zuerst auf das Eichsfeldwetter. Und hier habe ich gesehen, der Stein ist weiß. Und wenn der Stein weiß ist, besagt es, dass Schnee liegt. Und so war es heute im gesamten Eichsfeld. Der Anblick heute doch schon etwas eigenartig, denn noch vor einigen Tagen habe ich ja schon die ersten Frühlingsboten im Eichsfeld blühen sehen. Somit beginne ich meine kleine Wanderung heute an der Straße zwischen Bischofferode und Weißenborn-Lüderode und gehe einen Feldweg hinüber bis nach Wernigerode, von dort ein Stück durch den Wald und anschließend wieder zurück zum Auto. Werde nun heute ein ganzes Stück auf dem Eichsfeldweg entlang gehen. Es wird sicherlich mehr ein Spaziergang wie eine große Wanderung, denn mit dem Wetter hatte ich ja heute so gar nicht gerechnet. Wie man auf den Bildern von oben erkennen kann, ist es hier fast überall weiß. Es ist zwar keine starke Schneedecke, aber der Anblick ist doch schon etwas überraschend heute Morgen gewesen. Ehrlich gesagt, als ich hier an einem gut ausgebauten Feldweg an der Landstraße zwischen Bischofferode und Weißenborn-Lüderode losgegangen bin, wusste ich gar nicht, wo ich eigentlich ankommen werde. Ermuntert hatte mich nur einfach das Schild, dass ich mich ja hier auf dem Eichsfeld-Wanderweg bewegen werde. Ich dachte auch, dass ich eher so in dem Ort Stöckei herauskommen werde, aber als ich dann am Waldrand ankam, hat sich gezeigt, dass Stöckei doch eine ganze Ecke links von mir liegen wird. Und in einiger Entfernung sehe ich nun auch den Ort Stöckei und dahinter befindet sich der Harz. Am nächsten Waldrand hatte ich eine Wanderhütte erspäht und ich ging erst einmal bis dorthin. Voller Erstaunen habe ich hier festgestellt, dass die Wanderhütte sogar einen windfesten Eingang hatte, den man mit einem Reißverschluss verschließen konnte. Und hier bin ich dann doch etwas neugierig geworden und ich habe dann den Weg in das nächste Waldstück weiter fortgesetzt, denn ich wollte einmal wissen, wo ich herauskommen werde. Meine nächste Station war dann also eine Bank mit herrlichem Blick hinüber in den Harz. An einer Futterkrippe und dem nächsten Rastplatz kam ich dann mit Blick auf das Dorf Wernigerode an. Hier waren dann Bischofferode und der Weg zum Gangloff-Deich ausgeschildert und ich habe mich für den Weg zum Deich entschieden. Auf Wernigerode konnte man hier von einer Bank aus schauen. Auf Betonung und Schreibweise kommt es hier auch bei dem kleinen 374 einwohnerzählenden Ort an. Ein N in der Schreibweise unterscheidet hier, ob man in Wernigerode im Harz ankommt oder hier im Eichsfeldort Wernigerode. Der kleine Ort, in den nur eine Straße hinein und auch herausführt, zählt zur Verwaltung des Eichsfeldkreises, ist aber nicht direkt dem historischen Eichsfeld verbunden. Ich bin nun in dem verschneiten Wald weitergegangen und komme dann hier am Waldrand an dem Gangloff-Deich an. Auch hier findet der müde Wanderer wieder Sitzmöglichkeiten und er kann über den Ort bis hinauf zum Hochharz schauen. Auf einem Hinweisschild habe ich gelesen, dass es sogar mit telefonischer Absprache möglich ist, hier zu angeln.
Anschließend gehe ich wieder einige hundert Meter zurück und setze auf dem Eichsfeld-Wanderweg meinen heutigen Spaziergang fort. Selbst für die Kinder gibt es hier einen Kinderwanderweg um den Ort. Immer wieder habe ich auch die Möglichkeit, vom Rand des Waldes auf den nun doch näher gekommenen Ort Wernigerode zu werfen. An dem nächsten Rastplatz finde ich auch die schon am Anfang meines Filmes beschriebene Wettervorhersagestation vor. Am heutigen Tag gehe ich dann noch bis zu der Wanderhütte Harzblick, kann hier noch einmal über den Ort Wernigerode schauen bis hinüber zum Harz und dann werde ich den Rückweg wieder antreten. Da ich heute nun keine Experimente auf zugeschneiten Wanderwegen mehr machen wollte, bin ich nun wirklich den gleichen Weg wieder zurückgegangen. Nach etwas über einer halben Stunde und dem Zuschauen bei der Futtersuche eines kleinen Vogels bin ich dann wieder am Parkplatz fast an der Landstraße Bischofferode-Weißenborn-Lüderode angekommen. Und somit endet für mich heute ein kleiner, erfolgreicher Spaziergang im Frühjahr, obwohl ringsherum alles weiß ist.